vorgestellt mit einer Instrumentenbox zur Amputation von Gliedmaßen, wahrscheinlich produziert um 1910 und eingesetzt als Feldbox im Ersten Weltkrieg. Die Box besteht aus mehreren Ebenen. Das markanteste ist wahrscheinlich die Knochensäge. Du kommst ins Internet. Das markanteste ist wahrscheinlich die Knochensäge. Hierfür gibt es auch ein Ersatzblatt. Eine Gewebeschere. Die Ähnlichkeit mit einer Tranchierschere ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Mehrere Pinzetten. Unter anderem auch eine Splitterpinzette. Wie gesagt, dieses Set wurde für den Feldeinsatz eingesetzt. Verschiedene Maßbänder. Das Maßband gab es auch in einer Metallvariante. In einer beschädigten Metallvariante. Das hier war das Nahtmaterial. Ich hoffe, die Kamera kann die Nadel einfangen. Mit dieser Nadel wurde der Stumpf genäht. Mit diesen Halteklemmen wurden die Verbände fixiert. Mit diesen Meißeln wurde der Knochen präpariert. Das ist der dazugehörige Hammer.
Das ist ein Skalpell, um das Muskelgewebe zu durchschneiden. Das ist ein Set von diversen kleineren Skalpellen. Dann diverse Sonden zur Drainage von Wundwasser. Wozu der Messbecher ist, kann ich leider nicht sagen. Das Ganze hat noch einen kleinen Bonuslevel. Nämlich diese Amputationshilfe. Das Problem ist, bei der Amputation muss der Knochen etwas kleiner abgeschnitten werden als das drumliegende Gewebe, um den Stumpf bilden zu können. Dafür gab es diese Hilfe. Und zwar, die wurde aufgeklappt, dann der Knochen entsprechend hier durchgeführt und der Assistent hat dann am Gewebe praktisch angesetzt und das Gewebe zurückgezogen und der Arzt hat dann knapp hinter der Öffnung hier den Knochen abgesägt bzw. durchgesägt. Und dann war genug Gewebe übrig, um den Stumpf bilden zu können. Um uns die Klassikerfrage zu beantworten, unter Umständen wurde das alles ohne Betäubung gemacht, also bei vollem Bewusstsein. Und der Klassiker, früher war alles besser.